Marke! Polacco sitzt auf dem Drachteresel und das aus einem besonderen Grund. Gleich beginnt die Reise, Freunde. Es steht mal wieder ein Trainingslager vor der Tür. Das Canada Maple Juice Trainingslager, wo wir auf jeden Fall ein paar Tage verbringen werden und uns da ordentlich den Arsch aufreißen werden. Denn ich hatte so die letzten Wochen das Gefühl, ich kann aus der Off-Season mehr rausholen, wenn ich mir noch ein paar Leute zur Seite hole. Urs, der alte Vlogger, ist zurück, was soll ich euch sagen? Cardio ist durch, ich bin ordentlich verschwitzt und jetzt gibt es wie immer meinen Morning Drink, bestehend aus Kreatin, Glutamin, Kollagenpeptiden, EAAs und allem Wichtigen, was rein muss. Wie sieht's bei mir für den Flug aus? Alice, die Ehrenfrau, hat gepreppt. Ich habe 3 Rice Meals, so wie jeden Tag, die sind eigentlich so Standard am Start. Dann auf jeden Fall ganz wichtig die Lion Zero. Ne, Spaß beiseite, die gibt es natürlich nicht. Alicia hat hier Chicken und Tomaten und ganz besonders hier richtig geil, könnt ihr mal anschauen, Haferkuchen. Bitte schreibt nicht. Bombardiert mich nicht wegen dem Rezept oder den ganzen Rezepten dazu. Ich habe keinen Plan davon. Aber wovon ich Plan habe, ist den Proteins und zwar. Einmal das Total Protein und einmal das Pro Series Protein Komplex, das neue oder die neuen Proteine, die gibt es ab, ich glaube, wenn das Video draußen ist, jetzt schon zu kaufen. Gerade zum Backen sind die halt ideal, weil das ein Mehrkomponentenprotein ist. Total Protein hat sowieso so eine cremige Konsistenz. Das Protein Komplex habe ich jetzt noch nicht probiert, das wird halt mein erstes Mal sein, da es ein Mehrkomponentenprotein ist. Wird das Ganze auch ziemlich cremig sein und deswegen in so Geschichten wie einem Haferkuchen ganz geil kommen. Hier drin eingebacken ist noch eine Banane, ein paar Berries, ganz wichtig, und ein bisschen Fett, Mandelmus als Fettquelle. Von dem her alles clean, so sieht's aus. Subs sind eben auch dabei in den Ticker-Tütchen und genau, wir machen uns ready, ich dusche mich ab und dann geht die Reise los. So, Alice. Stinkt natürlich warum, alles voll. Warum stinkt's hier? Die Schuhe stinken richtig, weil wir hatten genau eine halbe Stunde lang Zeit von Frankfurt an dem Geld, wo wir angekommen sind, wo jetzt, wo wir abgeflogen sind. Und Herr Kalitschinski musste da rennen und hat den einen oder anderen Schweiß getroffen. Ja, ganz klassisch. Fettsack wie eh und je. Jetzt hast du noch gepostet, oder? Ja, klar. Direkt einer ziehen gelassen und dann heben wir ab. Alicia, die Junge, ist umgedrückt. Ich hab keine Ahnung, wie man das zurückstellt. Jetzt sitzt sie hier gerade in Schleuderrichtung. So werde ich gleich ins Ei katapultiert. Ich weiß ja immer, dass du nicht loswerden. Ich hab nur hier drauf gedrückt. Ja. Hier, guck. Ich spürste. Hey, warum ist der jetzt so hoch, wo ich drauf sitze? Hallo. Wieso nicht zurück? Alter, da ruft man sich einmal eine fucking Business-Klasse. Dann kann man in der Scheiße nicht mehr rumliegen. Aber was sagt es uns nur? Ja, dass die Off-Season läuft. Du bist fett einfach nur. Nee. Und ist entspannt? Es ist komplett unschuldig. Ich kann einfach nicht pennen. Ab in die Economy mit dir. Schatzi, wie immer am Essen. Ja, ich hab gesagt, so ein bisschen Hunger. Wurden uns eins des Tuna-Tatake hier dann gebracht. Das war mein Live-Geschmackstest hier. Sechs von 10 für Flugzeug essen, geht sich gut und gut. Wir haben auf jeden Fall noch ein Zementwagen am Start. Alter, Dschungel gebaut hat. Ja, man muss auch dazu sagen, du isst das Essen 6 Stunden später, als dass es gibt. Es ist auf jeden Fall hart, aber das Besprechung, die gleich gibt es zu früh. Was schaust du? Ich weiß gar nicht, wie es heißt, aber geht schon fit. Jetzt habe ich den Tisch hier ausgefahren, aber es stellt sich jetzt schwierig heraus, den hier wieder irgendwie allein zu legen. Ich glaube, wir sind einfach zu blöd für Business High Class. Ja, jetzt. Angekommen in Toronto. Was soll ich euch sagen? Klassisch wurden Alicia und ich mal wieder auseinandergenommen. Und zwar nicht nur einmal,
sondern ich glaube, wie oft war es 4 Mal, erst von der Dame, die hat dann irgendwas hingekritzelt, dass wir noch Essen dabei hatten, dann von so einem Chicken. Dann, die hat einfach Chicken auf das Papier geschrieben. Dann noch am Gepäckband vom Hund. Alicia hat den Hund gestreichelt, hat dafür erstmal richtig fett eine Schelle kassiert. Ja, jetzt sind wir natürlich, wie es auch anders sein soll, direkt mal zum Konsumopfer geworden und haben uns Kaffee geholt. Jetzt sind wir auf dem Weg zum Airbnb. Und wie das Ganze aussieht, das zeigen wir euch gleich. Wir haben es geschafft, wir sind angekommen in der Bude. Und für euch gibt es jetzt hier, bevor das ganze Ding verwüstet wird, eine klassische Roomtour. Haben wir den Eingangsbereich? Alice. Oha! Ja, ganz wichtig. Der Miracle Bear. Ich gehört aber nicht uns der Wahl. Auch am Start. Aber irgendwie verwunderlich, denn in jedem Airbnb in den USA, wo wir sind. Hier, Freunde, ist mein Schlafgemach. Liegst du oben oder unten? Immer oben. Kleine Story am Rande. Als ich klein war, bin ich mal vom Stockbett gefallen. Gott sei Dank saß mein ältester Bruder, durch den ich auch mit dem Sport angefangen habe, unten. Und ich bin auf den Dorf gefallen. Sonst hätte es mich vielleicht nicht gegeben. Aber deswegen habe ich auch so einen Dachschaden, sagt meine Mom immer. In diesem Sinne, das Zimmer, dahin werde ich verwiesen, wenn ich zu laut schnarche wahrscheinlich. So, jetzt wichtigstes Herzstück. Und ihr wisst ja, ich habe ein Faible für Kühlschränke, wenn man das hier sieht. Oh, da sind sogar schon ein paar Soßen. Ja, ein paar Soßen, wie darf es denn sein? Darf es einen Italien Eiswürfel hat sie auch hier zur Verfügung gestellt. Das geht schon mal hin. Unten den Keller, muss ich nicht zeigen, aber was ich zeigen kann. Wir haben auch einen Outdoor-Bereich. Welcome to Canada. Schön ländlich wohnen wir in der Nachbarschaft. Spülmaschine läuft schon. Also Alice macht ihren Job ganz gut. Natürlich hat sie auch schon alle nötigen Supplements ausgepackt. Ja, die wichtigsten hier. Die wir brauchen. Wir haben 2 Mikrowellen, fällt mir gerade auf. Geile Sache. Klassische Gasherz-Story. Ich, einen Tag vor Wettkampf in Mexiko, will mir gerade mein Meal machen. War Alice in der Küche, hat für sich was gekocht und klassisch das Gas angelassen. Ich gehe hin, mach den hier. Zündung und auf einmal wumm, haut es mit Flamme Vollgas ins Gesicht. Eine Runde Mitleid. Ja, meine Wimpern, meine langen männlichen Wimpern. Du übertreibst gerade komplett, du hast einen kleinen Kratzer am Arm. Ich habe Brandblasen an den Händen. Gar nicht. Ach, du musst immer so übertreiben, du Diva. Ja, für das Wohnzimmer. Hier, Alice, habe ich für dich extra organisiert. Ein paar Süßigkeiten für die schlechte Laune. Und sogar einen Kamin haben wir. Hier wird nochmal gepennt. Hier wird geschissen. Passt du da überhaupt drauf? Ich finde die Dusche sehr klein, sag ich dir ehrlich. Scheiße, ich hab die Klobrille gefickt. Abschließend kann ich nur sagen, wir fühlen uns pudelwohl hier in der Bude. Camp Maple Syrup startet offiziell morgen mit der Toronto Pro Show, wo wir am Start sind. Und dann auf jeden Fall mit einigen geilen, brutalen Trainingssessions. Später gehen wir noch Beine trainieren. Was macht man sonst nach einem 8-Stunden-Flug? Aber jetzt müssen wir sputen, denn die Läden machen ja schon um 20 Uhr zu. Ich weiß nicht warum. Da ist auf jeden Fall Deutschland sehr stabil unterwegs mit Öffnungszeiten bis 24 Uhr. Aber hier müssen wir uns anpassen, deswegen einkaufen. Ohne Gym. Schatz, das war jetzt ja nicht nötig, mir Blumen zu holen. Ja, komm. Du alte Romantiker. Ich dachte schon, der alte Romantiker kann auch mal was auspacken hier. Aber weißt du, welche du kriegst? Diese. Die kommt. Mir am nächsten. Die haben auf jeden Fall ihre besten Tage schon gesehen, so wie du auch. Und jetzt komm. Hey, das ist aber Blumencenter, oder? Nee, das ist kein Blumencenter. Ne? 18.51 Uhr. Ja. Was denkst du, wann kommen wir hier raus?
ist neues Terrain, das wir betreten. 19.30 sind wir durch, ja. Meinst du? Ja. Ich sag erst 20 Uhr. Ja, Zimt-Experte. Den haben wir gefunden, den probieren wir aus. Wir haben Cream of Rice, leider kein Reispudding hier am Start, aber sollte dafür herhalten. Wir haben den Mr. Quaker am Start, den guten alten. Das sind die besten Haferflocken, geschmacklich. Wir haben Berries, wir haben Gewürze, wir haben verschiedene Light, Getränke und Wasser natürlich ganz wichtig. Eine Sache ändert sich nie. Egal welches Land, Alter. Alice muss fucking Einkäufe auspacken. Wie ein Weltmeister machst du hier das. So läuft die Sache hier. Junge, Junge. Die zieht durch hier. Ja, aber guck mal, die haben keine Plastik weg. Ja. Hier wird Plastik nicht bevorzugt. Was haben wir gezahlt? 450 kanadische Dollar. Wie viel sind das ungefähr? Machst du das bitte ordentlich? Schnauze. Hier habe ich mir den klassischen Pudding mit Whey-Isolat gemacht von ESN natürlich und ein Rice Crispy Mini bestehend aus. Also das ist ganz cool, weil das hat kein Fett, besteht aus Reis und hat eine gute Portion schnelle Carbs und da ich jetzt was schnell Verdauliches brauche, denn wir gehen gleich Beine trainieren, jetzt habe ich es, ist das ungefähr der optimale Snack, wenn man so 20 Minuten vorm Training noch schnell was essen will und ja, das wird jetzt schnell verdaut. Dazu gibt es hier noch so ein Sparkling Eis plus Koffein, Orange. Wir gehen gleich Beine trainieren ins Pure Gym, eines der anscheinend geilsten Studios auf der Welt. Ich lasse mich davon überzeugen und überraschen und wir sehen uns gleich im Studio. Wir sind angekommen im Pure Muscle and Fitness und jetzt machen wir Legs. Was wir machen, ich habe keine Ahnung, weil hier gibt es glaube ich 37 Maschinen nur für Beinbeuger, deswegen gucken wir mal und machen einfach spontan Leg Day. Ich will jetzt einfach trainieren und gucken, was dabei rauskommt. Let's go! Wirbel rein, Alter! Ah, das Beste, was gibt's da am Flug trainieren? Um erstmal wieder klar zu kommen in der Birne. Acht Stunden Flug. Dann die Beine wegbolzen. Es geht auf jeden Fall auf die Pumpe. Aber richtig geil hier. Erster Eindruck, stabiles Gym. Ich hätte gedacht, das war eine gute Session, oder? Aber habe ich mich wohl geschnitten. Getäuscht heißt es. Habe ich mich wohl getäuscht. Ist halt lange und keinen so guten Lächeln. Wie man es mir unschwer erkennen kann, bin ich demoliert und Alice genauso. Es war ein langer Tag. Morgen startet das Trainingslager richtig durch. Wir werden morgen zur Toronto Pro Show gehen. Und hier habe ich schon die Subs für morgen früh gerichtet. Und nein, nicht was ihr denkt, sondern den Morning Drink für nach dem Cardio. Aber jetzt gibt es erstmal Haya. Da gibt es bei mir
Erstmal noch Athlete Stack, wie immer. 6 Stück am Abend, beziehungsweise 8 Stück am Abend, 8 Stück am Morgen und einen dicken Shake, 50 Gramm Isolat-Shake. Normalerweise würde ich das Bedtime Protein nehmen, was jetzt neu bei ESN ist, aber das ja, haben wir nicht mitgenommen. Klar, Koffer hat nicht so viel Platz. Aber was man dazu auch machen kann, ist einfach ein bisschen Mandelmus oder so nehmen, eine Fettquelle. Dann wird das Protein langsamer verstoffwechselt und ihr werdet über die Nacht versorgt. Oder ihr holt einfach das Bedtime Protein. Ich verabschiede mich für heute und bin raus. Jetzt gibt's auf jeden Fall Haya und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, haut rein.